Ja, erstmal schönen Dank, dass ihr alle da seid zu meinem Vortrag mit diesem wundervollen Titel. Ihr gehört alle nur mal ordentlich durchgevögelt. Es geht um Hate Speech, um Sexismus, Rassismus, Gewaltandrohungen. Deswegen habe ich schon eine Triggerwarnung getwittert, aber ja, seid gewarnt. Und ja, ich glaube, ich sollte die Maskus grüßen, die gerade diesen Vortrag im Stream angucken und wahrscheinlich unter Aufschrei und OpenMind13-Hashtag sich bestimmt lustig beteiligen. Also falls ihr nach dem Vortrag immer noch nicht glaubt, dass das wirklich gibt, könnt ihr da mal reingucken. Ich weiß nicht, ob ich erklären muss, was der Aufschrei ist. Sagt einer ja, wenn ja? Ja? Okay. Nur ganz kurz, weil man kann es mittlerweile glücklicherweise nachlesen auf dieser Seite, wie das alles passiert ist. Es begann in jener Nacht, beziehungsweise eigentlich davor, am 24. Januar gab es einen Blog-Eintrag zu Street Harassment von Maike Hank, der ihr hoffentlich alle auf Twitter als Ruhepuls folgt. Da ging es um Street Harassment und darüber, wie alltäglich das geworden ist und wie scheiße das ist. Und daraufhin hat in der Nacht die Nicole von Horst angefangen zu twittern, was ihr so an sexueller Belästigung, Sexismus und so weiter passiert ist. Und ich bin eingestiegen und dann kam noch eine dazu, das war die Martha Dear, und dann gab es einen Hashtag, der Aufschrei. Und dann ist das alles einfach so passiert. Dann gab es ein paar tausend Tweets unter diesem Hashtag und der Aufschrei hat den Anstoß oder einen wichtigen Anstoß für die Sexismusdebatte gegeben, die in diesem Jahr wieder geführt wurde, nicht zum ersten Mal, sehr medienwirksam und die immer noch nicht vorbei ist, zum Glück. Und ja, wer von euch in der Nacht dabei war sozusagen, also von einigen weiß ich das, weiß ungefähr, was da abgegangen ist und was es so für Reaktionen gab, neben den üblichen Leuten, die sich konstruktiv beteiligt haben, gab es halt auch Leute, die waren einfach sehr entsetzt über unsere Lebenswelt, was so passiert, was es so alles gibt, in welchem Ausmaß und haben dem Ausdruck verliehen. Und das war auch im Grunde das, wofür der Aufschrei besonders wichtig war, würde ich sagen, oder einer der Punkte. Aber es gab auch die andere Seite und die ist leider ein bisschen heftiger und länger im Gedächtnis geblieben, wie das immer so ist. Und darum soll es heute gehen. Wie wollte ich denn anfangen? Genau, also es gab natürlich so diese üblichen Reaktionen, die es immer gibt, wenn du dich als Frau hinstellst und sagst, das und das ist mir passiert. Nee, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Du hast da was überinterpretiert, was hast du denn angehabt? Und so weiter und so fort. Darum soll es heute nicht gehen, also um diese Menschen, die noch sowas Ähnliches wie Argumente benutzen. Darüber habe ich mal was geschrieben und andere auch, kann man mal nachlesen. Heute soll es um die Leute gehen, um die Hater, die einfach nur ihren Frust rauslassen und das auf verschiedenen Kanälen tun. Also es geht um massive Bedrohungen und Beschimpfungen, die Frauen bekommen haben, die unter Aufschrei getwittert haben, ganz besonders diejenigen, die eben das initiiert haben oder da besonders aktiv im Nachhinein waren, die man halt so kannte oder kennt. Das ging vielfach über Tweets, das kennen ja die meisten von euch, aber zum Beispiel auch über sowas wie Facebook-Nachrichten, SMS, E-Mails und sonstigen Kram. Also so auf allen Kanälen kam jede Menge Zeug rein und ich habe so ein kleines Best-of zusammengeschnitten. Das Problem und das Gute an der Aufschrei-Debatte war natürlich, dass sie sehr medienwirksam geführt wurde, weil das Thema sehr wichtig ist und es zum Glück endlich mal funktioniert hat, aus einer anderen Perspektive darüber zu sprechen. Der Nachteil an Medienwirksamkeit ist halt auch immer, dass es dann eben auch die andere Seite gibt. Und das ist kein Phänomen von Aufschrei, über das ich hier erzähle, aber ich erzähle das anhand von Aufschrei, weil es mich halt betrifft. Und weil ich das dann aus erster Hand erzählen kann, aber im Grunde geht es darum, dass... Oh, sorry. Im Grunde geht es darum, dass immer wenn Frauen sich äußern, besonders feministisch, ist diese Art von Reaktionen gibt. Und darauf wollte ich aufmerksam machen. Wir haben jetzt gerade hiervor noch einen Barcamp-Slot gehabt, wo es auch um Feminismus gehen sollte. Und hat mir ein bisschen gezeigt, dass es doch ganz gut ist, dass ich diesen Vortrag halte, weil anscheinend wissen das tatsächlich noch nicht alle, was es so gibt. Und... ich fange einfach mal an. Es fängt harmlos an, es fängt an mit ein bisschen Verschwörungstheorie. Gekaufte Spambots und müde Agenturarbeit vom gewöhnlichsten, dazu Männerfeindlichkeit vom miesesten, Aufschrei, Fick dich Grimme und Goa 13, das ist der Hashtag zum Grimme Online Award.
Ja, also das ist tatsächlich fast schon harmlos. Das sind die Leute, die glauben, dass 60.000 Tweets in 14 Tagen von 4 Frauen geschrieben werden konnten, dass wir, uns Follower gekauft haben und Twitter-Accounts gekauft haben, um diese große Kampagne zu starten, unheimlich schlau mitten in der Nacht um 00:30. Ich glaube, wir arbeiten mit Scientology zusammen und ähnliche Verschwörungstheorien. Ach so, ja, darf ich nicht sagen. Aber kann man es nachlesen? Es wird bestimmt noch einige Enthüllungsbücher darüber geben. Und also das ist so der Anfang. Dann geht es weiter mit sowas. Stalking-Vorwürfe, Provokationen sind für viele Frauen zum einträglichen Geschäft geworden. Also wir sind alle wahnsinnig reich geworden mit diesem Aufschrei und damit, dass wir allen Leuten erzählen, dass wir irgendwie sexuell belästigt wurden oder dass es Sexismus in dieser Gesellschaft und in allen Gesellschaften gibt. Ja, ich muss das nicht kommentieren. Ja, dann gibt es hier sowas, mein Liebling. Das ist ein Ausschnitt aus einem Blog-Eintrag, der ist noch viel länger und es gibt ganz viele davon. Falls ihr mal viel Freizeit habt, ich habe sie alle gelesen. Ich lese mal kurz ein Stück vor. Vielleicht hätte Wieczorek, das ist die Anne, die Martha dir, einfach ehrlich sein sollen, was die verlogene Aufschrei-Kampagne ihr und ihren engsten Verbündeten gebracht hat. Honorare für TV-Auftritte, Honorare für Interviews, Honorar fürs Mitwirken bei einem Buch von Alice Schwarzer, gegebenenfalls Honorar von Twitter fürs Promoten. Die zahlen gut. Kostenlose Werbung, Aufmerksamkeit, Ziel von Wieczorek, Aufstieg zur Berufsempörten aller Alice Schwarzer. Und da die Leute mittlerweile auch wissen, dass ich in einer Partei bin, glauben sie auch, dass ich über Aufschrei einen besonders tollen Listenplatz mir hätte erkämpfen wollen, um große Karriere zu machen. Aber so viel Ehrlichkeit ist von ranzigen Lügenfeministinnen schlichtweg nicht zu erwarten. Da hilft auch nicht das geistlose Geschwafel um Macht, angebliche privilegierte, weiße, hetero Männer und was sonst noch an Scheißdreck aus dieser unappetitlichen Ecke kommt. Man beachte einmal das verstohlene Grinsen, Lachen und die Blicke von Wieczorek während des gesamten Vortrags. Das war die Republika, genau. Wer sich mit Körpersprache ein wenig auskennt, der erkennt schnell, dass sie an vielen Stellen selbst weiß, dass sie lügt. Dass ihr Gekicher und ihre Wortwahl vielfach an einen unreifen Teenie erinnern, der gerade in der Sekundarstufe 1 zur Schülersprecherin, gegendert, gewählt wurde. Brauche ich wohl nicht extra zu erwähnen. Ja, also Beleidigungen von unserem Verhalten, Aussehen im weitesten Sinne. Wird aber noch besser. Ach nee, Aufschrei wird der GUA 13 verliehen. Hat sich die vorgetäuschte Schwanz-aus-der-Hose-Kampagne ja gelohnt. Gibt Wichtigeres. Geistiger und optischer Müll in Reinkultur. GUA 13, Aufschrei. Du hast doch ganz andere Probleme, wie Fotos von dir zeigen, lol. Würde deine Visage eher als kacken hässlich bezeichnen, lol. Du bist wirklich eine selten dämliche Fotze, lol. Da kriege ich immer Hass, wenn so Hipster-Fötzchen über schwere Arbeit reden und dabei fast ohnmächtig werden. Die Mails, die mir sagen, ich würde alles nur noch schlimmer machen und gehörte einfach nur mir nur mal wieder ordentlich durchgefickt. Das ist der Klassiker, deswegen habe ich den Vortrag so benannt. Dann kommt nochmal ein Ausschnitt aus einem Blog-Eintrag. Während diese lächerlichen Netzfeministinnen gerade mal ein popliges Hashtag bei Twitter hinpullern können und sich dabei vermutlich gerade gegenseitig händisch oder mit Silikonspielzeugen befriedigen. Denn weiße Heteromänner sind in dieser kruden Gedankenwelt ja das personifizierte Böse und somit muss Frau zwingend lesbisch sein oder sich zumindest irgendwas mit irgendwas nicht weißes, transsexuelles beschaffen, wenn es um Sex gehen soll. Und das dürfte selbst in Berlin eine nicht ganz einfache Aufgabe sein. Kann ich nicht beurteilen. Die Aufschreitanten sind in der Minderheit. Die haben jetzt ihren GUA 13 und kraulen sich gegenseitig die Muschi. Ich habe übrigens den Verdacht, dass da noch eine andere Nutzerin involviert war, die rein zufällig für WDR und Tagesschau arbeitet. Vielleicht sollte man die einfach mal als radikale Feministin denunzieren. Oh ja, der ist auch schön. Manchmal würde ich gern mit den Müttern der Netzfeministinnen sprechen, zum Beispiel mit denen der verlogenen Aufschreikampagne. Es müsste nicht lange sein. 5 Minuten würden bereits voll reichen für meine einzige Frage. Sind Sie sich 100%ig sicher, dass Sie Ihre Tochter vorne und nicht hinten aus dem Loch gepresst haben? Deute ich das richtig, dass das Vieh sich derzeit vermehrt? Wer schützt das Kind vor so einer unreifen Psychomam ins B? Jugendamt? Oder hängt es sich bei Geburt mit der Nabelschnur? Manchmal enden Kinder von Psychomüttern, aber auch in Blumentöpfen und Tiefkühltruhen. Wer nominiert sowas eigentlich für den Grimme-Preis? Ausgediente Stasi-Kater, Goebbels ideologische Erben, Vagina-Faschistinnen von Aufschrei. Noch kein deutscher Feminazi-Hashtag, der ist aber dringend nötig. Wir überlassen Twitter nicht länger den Gehirnwäsche-Hexen.
So faschistoide Hipster-Feministinnen sind auch so ein widerliches Volk. Ach ja, der ist auch gut. Das ist quasi die Fortsetzung von dem, was Anatol gestern gemacht hat. Kommentare vorlesen, die nie freigeschaltet wurden. Da hat jemand versucht, auf der Seite alltagssexismus.de dieses Ding irgendwie dahin zu schreiben. Ich habe es gekürzt. Die Sachen werden alle einzeln moderiert, die da freigeschaltet werden. Deswegen, ich habe es gescreenshottet und gelöscht. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Der Mensch hat sich total kreativ Peter Penis genannt. Und was es mit Klassismus zu tun hat, habe ich nicht verstanden. Warum stehen hier keine Schilderungen und Details von Vergewaltigungen? Weil es Personen, denen diese schlimmen Dinge widerfahren sind, unangenehm ist, darüber zu reden. Warum wird hier jedes kleinste Detail einer sexuellen Belästigung geschildert? Weil Frauen gerne drüber sprechen. Egal wie eklig der Kerl ist, der sich auf sie im Bus einen runterholt, Frauen freuen sich insgeheim über die Aufmerksamkeit. Genau dafür ist die Sexismusdebatte doch da. Frauen können über Sexualität reden, ohne Schlampen zu sein. Attraktivität wird daran gemessen, wie viele sexuelle Belästigungen man aufzählen kann. Jeden Tag schminken Frauen sich, um von ekligen Kerlen angeglotzt zu werden und sie abzuweisen. Aber insgeheim macht es sie geil, begehrt zu sein. Die Theorie habe ich auch an vielen Stellen noch gelesen, dass man anscheinend im Feminismus nur dazugehören kann, wenn man so eine gewisse Anzahl an sexuellen Belästigungen vorweisen kann. Das muss man alles dann so abzeichnen lassen von der Oberfeministin, damit man mitmachen darf. Ja, Vergewaltigung, darauf hoffen doch viele von diesen hässlichen Weibern vergeblich bis heute. Den konnte ich nicht screenshotten, weil der ist mittlerweile zum Glück gelöscht worden. Das war ein längerer Bericht mit Interview auf ndr.de mit der Jasmin, die Wer braucht Feminismus, so heißt es richtig rum, betreut und mir. Und daraufhin ist irgendwie der NDR die Kommentarspalte in die Luft geflogen, weil eben genau das passiert ist. Es gab diese Art von Kommentaren und die kamen nicht mehr hinterher mit Löschen und Moderieren und haben die Kommentarleiste dann gesperrt für diesen Artikel und haben daraufhin zwei Artikel noch geschrieben, in dem es eben genau darum ging. Und daraus habe ich das dann rauskopiert, zitiert. Lutscht mir doch alle meine anonymen No-Name-Eier. Ich jedenfalls werde alles, aber auch wirklich alles, was in meiner Macht steht, daran setzen, diesen feministischen Abschaum auszulöschen. Egal, ob das für viele noch etwas übertrieben tönt, da verlese ich mich jedes Mal. Ich will nicht, dass meine zukünftigen Kinder und so weiter und so fort, großes Drama. Das war auch wieder ein Versuch auf alltagssexismus.de was zu veröffentlichen. Ja, im Prinzip motzen und lästern wir hier nur rum. Man bräuchte mal was Effizientes, um die jammernden, machtgeilen Feminazis zu stoppen. So. Da hätte an dieser Stelle hätte ein Katzenbild eingefügt werden müssen, das habe ich vergessen. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, man kann es so ein bisschen kategorisieren, was es da so gibt. Also die Verschwörungstheorien, damit hat es ja angefangen, also Aufschrei erfunden, Sexismus gibt es gar nicht, feministische Weltverschwörung und so weiter. Beleidigung über unser Aussehen, gerne verbunden auch mit rassistischen Kommentaren, also ich darf mir sowas wie Pocahontas reinziehen. Unser Nicht-Können in jeglicher Art und Weise, Versagen im Beruf und sonstige Spekulationen. Was haben wir noch? Ach so, ja genau, über unser Sexleben, gerne noch ein bisschen verbunden mit Homophobie, weil sie irgendwie glauben, dass lesbisch sein eine Beleidigung wäre. Beleidigung unserer Familie, das ist das, was ich eben gezeigt habe mit den Müttern oder unseren Kindern. Drohungen am Arbeitsplatz oder bei der Vermieterin irgendwie zu erzählen, dass man Feministin ist, in der Hoffnung, dass man dann rausgeworfen wird oder so. Nazi-Vergleiche immer gerne genommen. Verschwörungstheorien, dass Frauen eigentlich vergewaltigt werden wollen. Und Gewalt und Vergewaltigungsdrohungen jeglicher Art und Ausführung auf jeglichem Kanal. Ja, warum spreche ich da heute drüber? Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Ich habe das Gefühl, dass viele einfach nicht wissen, dass es das gibt. Ja, ich weiß nicht, so als Feministin, wenn man so aktiv ist, muss man sich viel anhören, dass man ja keine Kritik versteht und wie man denn dazu kommt, Menschen zu blocken oder so und warum man denn jetzt gerade so schlecht gelaunt sei und warum man denn so einen Tugendfuror auslöst. Ja, deshalb. Also das ist halt das, was irgendwie 24 Stunden am Tag spätestens seit Januar über uns alle reinbricht, nicht aufgehört hat und auch nicht aufhören wird, halt schon gar nicht nach diesem Vortrag. Und ja, ich will zeigen, dass es nicht um Mimimi oder Einzelfälle geht, sondern ja, dass es irgendwie tiefgreifender ist. Ich habe da ein Zitat gefunden, was ich nur so zur Illustration zeigen wollte. Frauen, die ihre Meinung sagen, sind Schlampen. Das ist so
die Schlussfolgerung aus diesem ganzen Theater. Und es geht um organisierten Hass, die sprechen sich ab in irgendwelchen Foren oder so. Und jeder neue Blog-Eintrag, der von uns geschrieben wird, jeder Tweet, das wird abgefangen und da wird sich organisiert, um darauf zu antworten und das eben ja, in solche Ausmaße zu treiben. Und ja, das wird dann eben für uns dieser Psychoterror, anders kann man es eigentlich nicht nennen, wird eben dadurch gesteigert, dass wir uns noch dafür rechtfertigen müssen, dass wir das kleinste Mittel haben, um uns sowas vom Hals zu halten, zum Beispiel zu blocken oder eben zu sagen, nö, mit dir spreche ich halt nicht. Und nein, ich erkläre das jetzt nicht zum 100.000. Mal. Und ja, wir sind auch noch unfreundlich und ja, grumpy Feminism. Ja, ich habe überlegt, ob ich diesen Vortrag überhaupt halten soll, also wie man mit sowas umgeht. Viele haben gesagt, ja, beschäftige dich nicht so viel damit, das hört auch irgendwann wieder auf, lass es einfach so verpuffen. Aber es verpufft nicht. Also es hat im Januar angefangen, wir haben jetzt August oder so. Das nimmt kein Ende und heute hat mir wieder gezeigt, dass eben viele gar nicht wissen, dass das passiert und dass wir das irgendwie so alleine mit uns herumtragen müssen, mit so ein paar Leuten, die halt irgendwie das mitkriegen. Und ich finde, das kann es nicht sein. Ja, weil irgendwie, ich glaube, früher oder später als Einzelperson zerbricht man daran und fängt eben dann an, nicht mehr sich irgendwo hinzustellen und politische Dinge zu tun oder zu sagen. Und das ist eben genau das, was die wollen. Die wollen uns mundtot machen. Die wollen uns Angst machen. Die wollen es uns ungemütlich machen in unserem Internet und auch sonst überall, damit wir uns eben nicht mehr äußern und Platz schaffen für antifeministische Thesen, für Mimimi und sonstiges Zeug. Und ja, ich habe da irgendwie keinen Bock drauf. Und ja, ich muss mal die Seite wechseln. Ja, genau, was mir sehr wichtig ist, wir reden hier nicht von irgendwie gesellschaftlichen Standpunkten, die man vielleicht akzeptieren müssen, Meinungsfreiheit und so, wir kennen das ja bei den Piraten, sondern ja, wir reden eben von Hass. Also wer mir hier kommt und mir erzählen möchte, dass das was ist, was ich akzeptieren muss, das sind die gleichen Leute, die glauben, diejenigen, die in Marzahn-Hellersdorf den Arm zum Hitlergruß heben wollen, Diskurs starten. Es ist nicht der, es ist einfach nicht der Fall, sondern es geht hier eben um organisierten Hass und ist was ganz anderes. Und genau, was mir auch sehr wichtig war, ist die Unterscheidung zwischen Hatern und Trollen. Es ist immer so ganz niedlich, wenn man sagt, so, ach ja, das sind ja nur Trolle und ignoriere die einfach. Das sind keine Trolle. Ein Troll ist einer, der mir halt irgendwie blöde Kommentare drückt, weil er irgendwie Aufmerksamkeit will oder weiß ich nicht, Bauchschmerzen hat oder so. Aber darum geht es ja nicht. Es ist eine ganz andere Kategorie. Das ist teilweise einfach auch Material, was strafrechtlich relevant ist oder werden könnte oder was auch immer. Und wenn mir jemand auf der Straße sowas sagen würde, ja, dann sähe das ganz anders aus. Aber im Internet passiert das und da steht das. Und da steht das für immer. Und wenn ich meinen Namen google, finde ich Sachen, wo ich mich frage, wenn irgendwie eine zukünftige Arbeitgeberin mich mal googelt. Schönen Dank auch. Also. Das ist irgendwie scheiße. Ja, und mein Punkt irgendwie ist, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der ich mich nicht hinstellen kann und für meine Rechte oder die Rechte von anderen Leuten, das ist auch, wenn es mich selbst nicht betrifft, dass ich mich nicht hinstellen kann und dafür einstehen kann, sondern dass ich dafür eben so einen Kram einstecken muss. Und das ist irgendwie, das kann's irgendwie nicht sein. Und da ein sehr schönes Bild von meiner Lieblingsfeministin gefunden. Der Fehler liegt im System. Und da müssen wir irgendwie ansetzen. Also auch sich mit irgendwie technischen Mitteln auseinanderzusetzen, wie man das umgehen kann, ist auch irgendwie nicht das Nonplusultra. Das ist, kann nicht die Lösung sein, sondern wir müssen den Fehler im System irgendwie finden und damit umgehen. Ich weiß auch nicht. Ja, worum es mir ging, ist, dass wir eben mit den Meinungen von Männern und Frauen unterschiedlich umgehen. Vermutlich wir alle. Dass man eben als Frau solche Sachen anhören muss und als Mann behaupte ich nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem über so einen Zeitraum und überhaupt. Und ja, ich will nicht, dass sowas passiert. Ich möchte nicht bedroht werden, weil ich eine Meinung habe. Ich möchte gehört werden, ich möchte meine Meinung sagen können und ich möchte darüber diskutieren. Und ich kann auch irgendwie andere Meinungen akzeptieren und damit umgehen, aber nicht auf dem Niveau und ja, nicht auf diese Art und Weise. Und ich finde eben, dass es wichtig ist, dass ihr das wisst. Kein Thema, darfst du. Genau, dann habe ich noch das hier.
Es ist nicht nach Aufschrei. Das ist ein Satz, der mir irgendwie sehr wichtig geworden ist, weil er irgendwie viel aussagt, weil der Aufschrei ist nicht zu Ende, das war nicht irgendwann im Januar, sondern das geht zum Glück noch weiter und das muss auch noch weitergehen, weil die Diskussion ist nicht beendet. Die Sache ist eben auch, auch das mit der Hate Speech und den Hatern ist nicht vorbei und es wird auch nicht vorbei sein, weil die haben sich da jetzt an einem Thema aufgehangen, an einer Handvoll Frauen, die werden sich wieder an den nächsten aufhalten, die ähnliche Sachen schreiben und es wird immer so weitergehen und das kann es irgendwie nicht sein und ja, ich finde, wir müssen uns fragen, wie wir mit sowas umgehen. Und da das Motto der Konferenz ist Challenge Accepted, ich finde, das ist eine sehr wichtige Challenge, die wir irgendwie lösen müssen, wenn wir uns mit Politik und mit Demokratie und mit Meinungsfreiheit von mir aus beschäftigen wollen, weil irgendwie das geht so nicht. Und ja, mir war es wichtig, euch in meinem Vortrag quasi auf den gleichen Wissensstand zu bringen, weil ich glaube, nur wer Bescheid weiß, kann auch was verändern und Veränderung fängt zum Beispiel damit an, indem man sich solidarisch zeigt und eben akzeptiert, dass es das gibt und mit uns dagegen vorgeht und uns zur Seite steht, aber dafür müsst ihr eben wissen, was passiert und ich hoffe, dass das durch den Vortrag irgendwie klar geworden ist und vielleicht finden wir in der Diskussion irgendwie Ideen oder Lösungsansätze oder auch nicht, weil ich habe leider keine und ja, ich hoffe, dass wir da irgendwie mal weiterkommen. Und ein PS ist mir noch eingefallen, was gar nicht so direkt was mit dem Vortrag zu tun hat, weil ich gesehen habe, dass an diesem Wochenende sehr viele Leute da sind, die unter Aufschrei getwittert haben und dabei waren und so. Und wir haben ja dieses Grimme-Ding gewonnen, also wir alle, die uns daran beteiligt haben und wir haben da noch gar nicht drauf angestoßen, ich würde das gleich gern machen. Und ja, Dankeschön. So, gibt es jetzt Fragen? Sprachlosigkeit. Ah, ja. Wie beeinflusst diese Geschichte euer Verhältnis zu Anonymität im Netz? Also sind die Leute, die euch solche üblen Sachen entgegenschleudern, sind die anonym oder sind da durchaus auch Leute dabei, die das unter ihrem echten Klarnamen tun? Also ich hab von ein paar anderen Fällen gehört, dass die keineswegs immer anonym sind Seid ihr da jetzt nach diesen sicher sehr, sehr schockierenden Erfahrungen, seid ihr für weniger Anonymität oder seid ihr vielleicht im Gegenteil der Meinung, dass Anonymität auch schützt? Also erstmal, die sind keineswegs. Die sind keineswegs anonym, also viele stehen halt, habt ihr gesehen, auch bei Twitter mit ihrem Klarnamen oder irgendeinem Klarnamen, kann man ja nur vermuten. Die Blogs haben auch Impressum und ich habe auch schon welche, die gibt es auch in der Wirklichkeit, also ich habe auch schon welche gesehen. Und ja gut, ja. Leider sind die es besonders gut können, anonym, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Anonymität uns schützen könnte, weil ich meine spätestens, wenn ich hier stehe, jetzt ist es eh zu spät und weiß ich nicht. Das Problem ist ja halt auch, das ist ein Beispiel, dass sowas im Internet passiert. Ich kann mich auch halt hier auf eine Bühne stellen und einen Vortrag halten und dann kommen solche Kommentare aus dem Publikum. Das nützt mir halt auch nichts. Also das ist nur ein Raum, wo das in dem Ausmaß passiert. Aber dann können wir nicht mehr auf die Straße gehen, weil wie gesagt, einige von uns haben das auch irgendwie per SMS bekommen von Leuten, die sie vorher kannten. Müsste ich leider meine Freundinnen alle abschaffen, das wäre auch irgendwie doof. Ja. Ich hätte eine Frage. Nach diesem alten Prinzip, was immer in vielen Kontexten genannt wird, so erst ignorieren sie dich, dann belachen sie dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Könnte man sagen, ihr seid jetzt da in der Phase, oder wir sind da in der Phase von, ihr werdet bekämpft und der nächste ist der Sieg oder fühlt sich das gar nicht so an? Ach,
es ist ja nicht so, dass das die erste Sexismusdebatte wäre oder die erste feministische Debatte oder dass das das erste Mal passiert. Das passiert immer, das flammt auf und dann flammt es kurz ab und dann passiert wieder irgendwas und dann geht das so weiter. Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich weiß nicht, ob das so zyklisch verläuft. Keine Ahnung. Genau, sag mal was Schlaues. Also ich finde irgendwie, wenn du... Wir haben alle sehr intime oder viele von uns haben sehr intime Sachen geschrieben bei Aufschrei und das hat erstmal sowieso viel Überwindung gekostet und man kämpft für die Sache und man schreibt Sachen öffentlich ins Internet. Ich weiß nicht, wenn vielleicht irgendwie, was Jasna eben gesagt hat, zukünftige Arbeitgeber oder Familie oder Freundinnen das sehen, dann müsste, also ist sowieso schon mal sehr viel Selbstüberwindung, das zu schreiben und irgendwie dann kriegst du... Dann kriegst du gesagt, dass du das alles nur willst, dass du eigentlich hässlich bist, dass du frigide bist, dass du sowieso niemanden abbekommen kannst oder wenn du jemanden hast, dann wird der auch noch mit beleidigt, dann wird dein Kind beleidigt, dann wird dir Vergewaltigung angedroht in allen möglichen Formen und Ideen und wirklich ekelhaft beschrieben bis ins Detail und ich finde es irgendwie ein bisschen perfide, da von Gewinnen zu sprechen, ja. Weil wir wollen ja strukturell was ändern und also weißt du, ich weiß, dass du das nicht so meinst, gegen die kann man nicht gewinnen, das will ich sagen, gegen die kann man nicht gewinnen, weil die treffen dich so ins Mark und das kann man auch nicht mehr abstellen, weil ich glaube, dann wärst du gefühllos und wegen der Frage zur Anonymität vielleicht auch nochmal kurz, wenn wir irgendwie Leute, ich hatte letztens einen Kommentar, den fand ich irgendwie wieder passend, habe den veröffentlicht, habe nicht bedacht, dass die E-Mail-Adresse zu sehen war und habe direkt irgendwie Anschiss bekommen, was okay war, ich habe es dann verpixelt. Unsere Sachen, unsere Adressen standen ganz nach Stunden im Internet bei Aufschrei. Die kannst du immer noch überall finden. Unsere Namen sind da. Teilweise gibt es Seiten, die alle unsere Arbeitgeber auflisten, mit mehr oder weniger eindeutigen Hinweisen, sich da doch mal zu melden. Ich hatte Leute, die bei meinem Arbeitgeber angerufen haben. Ich fände es schön, ich kann das nicht mehr beschützen, weil ich die Sachen stehen im Internet. Das kann ich nicht kontrollieren. Aber ich finde es echt eine beschissene Scheißsauerei, dass Leute sich hinter irgendwelchen Proxy-Servern in den USA, hinter Blogs und gefakten Impressi verstecken können und diese ganze Scheiße ins Internet schreiben können und man hat überhaupt keine Handhabe. So. Ja, eben. Also selbst wenn das aufhört, ist das ja kein Sieg. Das steht ja trotzdem da. Und das ist trotzdem, ich habe das alles gelesen. Ich habe die letzten 6 Wochen ziemlich viel davon gelesen. Also ich habe auch noch ein bisschen was auf dem Rechner. Also wer nachher noch irgendwie Lust hat. Ich habe diese ganze Scheiße gelesen. Es gibt echt irgendwie spaßigere Dinge in meinem Leben, als sich das anzutun. Und selbst wenn die damit jetzt aufhören, dann passiert es halt der nächsten Frau an einer anderen Stelle und es ist genauso scheiße. Und darum geht's halt. Der Fehler liegt im System. Diese Beobachtung, dass das immer wieder aufflammt, also ich habe irgendwie so, seit ich 14 bin, also als ich 14 war, habe ich das Autonome Feministische Zentrum in Gießen mitbesetzt, das war in den 80ern und also ja, das flammt immer wieder auf und ja, das ist immer wieder derselbe Mist, also das erlebe ich jetzt auch schon seit 30 Jahren. Aber was sich in meiner Wahrnehmung persönlich, in meinem Umkreis zumindest, geändert hat und was ich eigentlich ganz angenehm finde, ist, ich habe mehr Männer getroffen, die sich als Feministen bezeichnen, was mich manchmal etwas komisch ankommt, weil ich mich selber nicht mehr als Feministin bezeichnen würde, aber ich finde es sehr erhellend, da aus veränderter Perspektive drüber zu diskutieren. Was ich auch angenehm finde, ist, dass es auch einfach mehr Männer gibt, die sagen, wenn mir Männer begegnen, die sich so verhalten, dann spreche ich die darauf an. Also das ist mir vor 20 Jahren nicht so häufig begegnet. Finde ich erstmal gut. Ein anderer Aspekt kommt mir noch ein bisschen kurz und zwar glaube ich, dass Männer unter solchen Männern auch genauso leiden. Also Stichwort, ein Bekannter von mir war mit einer Feministin zusammen und der hat dann die gleichen Anrufe bekommen. Kannst du nicht mal deine Freundin ordentlich, ne? Und so weiter und so weiter. Und das stelle ich mir von Männern unter Männern jetzt auch nicht so wahnsinnig angenehm
vor. Allein sich damit auf dieser Ebene auseinandersetzen zu müssen, wenn man mit seiner Freundin ja eigentlich auf einer ganz anderen Ebene zusammen ist. Also finde ich auch nicht so prickelnd. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht. Darum geht's. Also ist ja das, was Mina gesagt hat. Klar, wenn du jemanden hast, dann wird er genauso beleidigt, aber der wird ja beleidigt, weil du die Frau bist und weil das geht ja immer noch um Frauenhass und weiß ich nicht, es wäre jetzt nicht irgendwie mein wichtigstes Ziel, jetzt die ganzen armen Ehemänner und Partner jetzt irgendwie mal in den Arm zu nehmen und so. Weiß ich nicht. Ja, also kann sein, dass es irgendwie doof ist, aber ja, was soll ich jetzt so sagen? Ja, sowas von mir auch nicht. Ja gut, aber der Aspekt kommt halt jetzt irgendwie so als fünfte Wortmeldung genau bei dem Thema halt wieder auf und das ist, du bist nicht die Erste, die sowas sagt. Ist halt auch irgendwie wieder, ja, ich lasse das so im Raum stehen. Auch. Also auf die Gefahren da einfach als, also erstmal zu mir selber, ich würde mich zu den Männern zählen, die da vielleicht ignorant zu dem Thema sind, weil ich bin jetzt tatsächlich durch diesen Vortrag hier zum Thema gekommen und kann bisher sagen, dass ich mich das nicht bemerkt habe, sondern dass ich mich damit einfach nicht beschäftige. Und insofern riskiere ich jetzt aber, ich habe das jetzt praktisch so für mich gedanklich damit verglichen, jetzt so praktisch, wenn Gandhi dafür streitet, dass ein Inder auf derselben Straßenseite gehen darf wie ein Engländer. Und deswegen kam ich so auf diese Sache, die, gefoltert und eingesperrt worden, um sowas zu sagen. Da ist das, habe ich nicht mal die Idee, dass das irgendwas Lustiges ist. Aber dass da diese Freiheitskämpfer, so war das für mich so gedacht, dass halt die Leute, die da an der Front stehen, einen Krieg führen. Und dass halt in dem Moment, wo halt praktisch die Ignoranz aufhört und das Lachen aufhört, tatsächlich eine ganz wichtige Aufmerksamkeit in dem Sinne geschieht. Und für mich gedanklich damit dann halt ein Schritt, das. Ich weiß aber auch nicht, das kam ja als häufigste Reaktion eigentlich so auf meine Aussage, dass es immer wieder aufflammt und dann halt wieder abebbt. Da habe ich jetzt nicht den Vergleich, wenn das vielleicht schon seit vielen 30 Jahren rauf und runter geht oder sowas, dann ist das natürlich eine andere Aussage. Aber das war so der Hintergedanke dabei. Ja, also das würde abebben, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht hier stehen würde und das erzählen würde, weil das wird heute wieder neu aufflammen zum Beispiel. Aber dann ist eben genau das, weil, ja natürlich. Das ist genau das, was ich eben schon gesagt habe. Was habe ich denn eben eigentlich schon gesagt? Naja, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Wenn ich jetzt zu Hause bleiben würde und mein Studium fertig machen würde und mich mit schönen Dingen beschäftigen würde, dann würde das sicher wieder abebben. Aber also natürlich geht es ums Thema. Und natürlich ist uns das Thema wichtig und deswegen stellen wir uns hier hin und halten unseren Kopf hin. Aber da gibt es halt auch echt Grenzen. Und es ist irgendwie nett, mit FreiheitskämpferInnen verglichen zu werden. Aber ich möchte dafür jetzt auch nicht alles aufgeben. Und ja, weiß ich nicht. Und aber Parallelen zu Rassismus und Sexismusbekämpfung, ja, gibt's auch. Also ja. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz anmerken, weil das bei dem Eintrag, bei dem Kommentar gerade vorne vorher aufhält. Also man müssen es einfach klar machen, dass es jetzt dieser Frauenhass kam ja nicht, gibt's hier nicht erst seit gestern und das Patriarchat ist eine Geschichte, die ein paar tausend Jahre alt ist. Und deswegen fühlen sich diese Leute ja auch so sicher, dass sie ihre Scheiße einfach so mit klaren Namen machen können, weil sie können sich ja darauf verlassen, dass es ja nicht viel Stress geben wird, weil schlimmstenfalls geht halt irgendjemand zu der Polizei und die von der Polizei und sagen sie, ja, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an und das ist doch gar nicht so schlimm und so und die Leute schreiben auch böse Sachen über mich. Also wir müssen uns das einfach klar machen, dass es jetzt nicht, also dass das Ding einfach älter ist. Ja. Und ich wollte nur sagen, ich finde es super, was ihr macht und weitermachen bitte. Danke dir. Zum Thema stell dich mal nicht so an, habe ich eine schöne Geschichte und zwar eine Bekannte von mir war früher ein Mann und seit die OP und die Hormonbehandlung halt so, nicht abgeschlossen, aber so. Seit sie halt optisch wirklich eine Frau ist, erzählt sie die ganze Zeit von irgendwelchen Belästigungen. So, in der U-Bahn so betatscht werden irgendwelche Sprüche oder so. Und
wo wir halt alle so mit den Schultern zucken, so, ja, und? Und ich glaube, das zeigt sehr gut die Situation, nämlich, dass halt die meisten Männer gar keine Ahnung davon haben, was für die meisten Frauen der Alltag bedeutet. Nämlich genau dieses, es ist so häufig, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt. Und aus dieser anderen Perspektive, dass plötzlich irgendwie, ja, total schlimm ist. Wohlgemerkt für einen Menschen, der vorher die ganze Zeit damit zu kämpfen hatte, ausgelacht zu werden, dass er Frauenkleider trägt. Sonst noch Fragen, Anmerkungen? Die, also eine Frage, die ja jetzt irgendwie so ein bisschen offen bleibt, ist ja die, wie geht man jetzt eigentlich so in der direkten Kommunikation damit um? Weil du hast ja eben irgendwie gesagt, es sind ja keine Trolle. Und bei Trollen sagt man ja immer, naja, Trolle ignorieren, kann man natürlich auch diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber dass man irgendwie, einerseits ist natürlich irgendwie verständlich, dass man irgendwie so organisierten Hass nicht irgendwie einfach so wegignorieren kann. Ja, das ist ja, das liest man halt nicht, dann ist das Problem gelöst. So, das geht halt nicht. Andererseits irgendwie, ja, also da jetzt irgendwie, wir hatten ja diese, vorhin auch in der Runde, draußen hat der Mina auch was gesagt, irgendwie Unterstützung, indem man da irgendwie drauf reagiert, auch irgendwie von außen, ist halt, also andererseits fühlt es sich natürlich irgendwie da irgendwie quasi so wieder zurück zu hassen, irgendwie, oder sein Hass zurück, oder nicht Hass, aber irgendwie seine, irgendwie eine Reaktion darauf, das geht gar nicht, oder was auch immer, fühlt sich dann irgendwie auch ziemlich sinnlos an. Also ich meine, bei Leuten, die sowas schreiben, das sind ja keine, mit denen kann man ja nicht diskutieren, so. Also. Da gibt's solche und solche. Ja, aber, ja. Ich wollte nur die Frage irgendwie nochmal in den Raum stellen. Eben, also das ist die Frage, ja, auch, um die es mir geht, weil ich weiß nichts. Sonst noch Fragen? Anmerkungen? Vielleicht ganz kurz dazu, wie man damit umgehen kann. Da hat ja jeder so seine eigenen Ansätze oder so. Ich sage mir immer selber, nicht auf Diskussionen einlassen. Man darf einmal widersprechen, um zu sagen, hier ist eine Grenze übertreten. Entweder irgendwie den übergriffigen Tweet zum Beispiel retweeten oder mit einem Punkt davor sowas sagen wie, das war übergriffig oder du hast mich belästigt oder geh weg. Und dann blocken. Und das hilft aber häufig auch, dass einfach in der Peer Group die Leute das dann sehen und das nicht für ein Gerücht halten, dass es irgendwo passiert, sondern mitbekommen, dass man angegriffen wird. Und manchmal reicht das dann schon, um sich selber zurückzuziehen, und andere Leute verteidigen einen dann. Zum Beispiel. Dann gibt es noch die Regel der 500, auf niemanden reagieren, der weniger als 500 Follower hat, weil er sowieso ein Loser ist. Keine Ahnung, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass auf solche Leute gar nicht reagieren, so einfach sofort wegblocken, aber geht halt auch jeder anders mit um. Nee, also das mit der 500er-Regel weiß ich nicht. Die schließen, wenn die Accounts gesperrt werden, machen die sich neue Accounts auf und dann haben die halt nur 2 Follower, aber das ändert ja nichts. Und also ja, weiß ich nicht, das ist mehr so Spielerei. Aber was du mit der Peer Group gesagt hast, das würde ich so unterstützen. Ich glaube, das ist das Einzige, was in den letzten Monaten geholfen hat. Irgendjemand, der da ist und der sagt, nein, du bist nicht irre und nein, du, es ist wichtig, dass das passiert ist. Auch zum Beispiel der Grimme Online Award, da stand in der Begründung drin, dass der Gegenwind nicht die Relevanz der Debatte beeinflusst. Und das war mir sehr wichtig und ich werde mir das ausdrucken und übers Bett hängen oder so, weil genau das ist es halt. Es ist nicht für die Relevanz der Debatte wichtig, daran ändert es nichts, aber ich brauche trotzdem irgendwie eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und ja, Self-Care ist eine davon, aber auch irgendwie nicht die Lösung, leider, weil das passiert halt trotzdem. Also hier sitzen ja ganz viele tolle Menschen. Ich bin auch immer noch geflasht, wie schön jetzt die Tage waren. Nur das kurz am Rande. Und ihr seid ja auch alle irgendwie politisch oder die meisten politisch motiviert oder aktiv. Und ich finde, es gibt schon Dinge, die man auch, nicht nur, aber auch politisch angehen kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass Anzeigen wegen Beleidigung oder übler Nachrede bei der Polizei in solchen Fällen, also dafür zu sorgen, dass die ernst genommen werden oder auch überhaupt zur Strafverfolgung kommen, weil die meisten werden halt noch nicht mal verfolgt. Und deswegen wurde uns zum Beispiel auch von Juristinnen abgeraten, bestimmte Dinge anzuzeigen, weil dann unsere Adresse ja auch an die Leute gegeben wird mit der Anzeige.
das natürlich dann noch beschissener ist. Und da kann man, glaube ich, schon politisch drauf einwirken, auch als Partei, indem man halt Druck ausübt auf LKAs oder BKAs oder Polizeigewerkschaft, was weiß ich. Oder eben auch technische Lösungen, so wie das jetzt in England war, wo die eine Politikerin, weil sie auf einer Geldnote eine Frau drauf haben wollte, 50 Vergewaltigungsandrohungen pro Stunde bekommen hat. Und dass da auch tatsächlich erstmals, die haben das schon geschafft dann in England, tatsächlich Leute auch verhaftet wurden. Das kann ich mir in Deutschland momentan noch nicht so richtig vorstellen, dass da irgendjemand technisch in der Lage wäre, das nachzuvollziehen. Aber die haben das irgendwie geschafft und dann gab es ja diese Diskussion über den Block-Button, Abuse-Button, Reporting-Funktion bei Twitter. Und ich meine, gerade als Piratenpartei müsste das doch ein Thema sein, wo ihr wahrscheinlich viel mehr Brain-Masse zu habt, um da gute, sinnvolle Lösungen zu entwickeln, die nicht missbraucht werden können und irgendwie trotzdem das Internet noch heil lassen, wo wir aber trotzdem irgendwie einen Safe Space etablieren können. Und sei das durch Community-Funktionen oder was auch immer. Also so viel Vertrauen habe ich auch in euch. Warum habt ihr es nicht selber gemacht? Also für mich kann ich nur sagen, ich habe momentan einfach keine Kraft mehr dafür. Also nicht nach den letzten halben Jahren. Und ja, das als Anregung für euch, falls ihr jetzt sagt, boah, das ist doch alles scheiße und was kann man machen? Das könntet ihr machen. Erstmal danke, dass du dich da vor die Kamera gestellt hast, weil du dich natürlich in dem Moment, in dem du das machst, auch weiteren Anfeindungen aussetzt. Was ich noch fragen wollte, und zwar, ihr seid da alle mehr oder minder zufällig reingestolpert. Also entgegen den Verschwörungstheorien, die es dazu ja gibt, habt ihr das nicht groß geplant und euch gedacht, hey, geil, jetzt setze ich mich mal irgendwie fiesen Anfeindungen und Gewaltandrohungen und so aus. Ich bin mir sicher, es gab Momente, wo ihr irgendwie so von wegen, hätten wir das nicht gemacht. Gab es sowas oder gab es nur in Anführungsstrichen die Momente so dieses, hey fuck, ich will nicht mehr, ich gehe jetzt weg, ich wandere aus, ich suche mir eine einsame Insel und benutze nie wieder Internet oder so? Also eher Zweiteres. Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber von mir eher Zweiteres, weil dafür ist es mir dann auch doch zu wichtig. Also ja. So, noch Fragen, Anmerkungen? Gesprächsbedarf. Okay, dann bedanke ich mich für den Vortrag und für die rege Diskussion. Ja.